Ich bin der Wolfgang, ich komme aus der Nähe von Wolfratshausen. Ich bin eigentlich Flößer mit Herzblut, kann man so sagen. Und es ist immer wieder, sagen wir mal, im Herbst ist man froh, wenn die Saison vorbei ist. Aber so März, April, da ist man dann schon wieder in die Startlöcher und freut sich, wenn die Saison losgeht. Die Geschichte geht ja schon seit früher Zeit schon los. In Wolfratshausen hat man nachweislich 1259 schon die Flößer erwähnt. Und da hat der Graf Berchtold der Dritte hat dann praktisch die Floßrechte vergeben an die Floßmeister. Und von da weg ist die Flößerei so richtig schön langsam entstanden. Und man hat die Flößerei hauptsächlich benutzt für gewerbliche Zwecke, Holztransporte, Gütertransporte. Also alles am Wasserweg hat man transportiert. Bauholz, Brennholz, alles hat man am Wasserweg in die Städte und die Dörfer mit dem Floß gebracht. Und der Floßhandel war bis zum 19. Jahrhundert ein gutes Gewerbe. Ja, passt. Bis dann der LKW, die Modernisierung gekommen ist, der Zug, dann hat man praktisch aufgehört mit der Flößerei und macht es heute nur noch als Tourismus seit praktisch 1947 mit Tourismus, reinen Tourismus. Wobei man früher auch im 19. Jahrhundert schon Leute als Gaudifahrt nur am Heiligen Sonntag gemacht hat. Ich heiße Jason Charles, ich komme aus der Karibik, aus Südamerika, Trinidad und Tobago. Und ich bin seit Jahr 2000 da. Die Chance auf den Beruf ist, also körperlich arbeiten mag ich sehr gerne. Also das Beruf momentan ist es sehr einzigartig, weil es nirgendwo in der Welt gibt. Es gibt es nur bei uns hier in Bayern. Und ist jetzt in der vierten Generation und ich bin ganz froh, dass er mit dabei ist zum Mitmachen. So, auf geht's! Wenn's dazu gehört, dann müsst's gehen jetzt. Ja, das Floß muss natürlich jeden Tag frisch aufgebaut werden und in München wieder zerlegt werden, wieder abgebaut werden, wieder mit dem LKW wieder hochgefahren werden, abgeladen werden, nächsten Tag wieder aufgebaut werden. Es geht immer so im Kreislaufzirkus, geht es immer durch. Bis Saisonende. 4,5 Monate dauert die ganze Flussfahrt. Von 1. Mai ist der Stichtag, wo es immer losgeht. Und das zweite Wochenende im September ist immer unser Stichtag, wo es zu Ende geht. Und dann heißt die letzte Fahrt bei uns die historische Eisfahrt. Das soll eigentlich die kälteste sein. Darum heißt die letzte Fahrt bei den Flößern die Eisfahrt.